Ja, bitte. Du bist noch nicht weg. Wenn du unten in der Hotelhalle der Hubert steht. Hubert? Wer ist Hubert? Mein Mann. Oh, verreckt. So, ach, die Mann ist noch daheim. Der Hubert steht unten an der Rezeption. Oh. Aber er kann doch gar nicht da sein. Er ist schon wo. Zum Glück hat er mich nicht gesehen. Was macht denn die Mann in diesem Hotel? Das weiß ich doch nicht. Das hätte man gewusst, dass es so muss rauskommen. Für wen ist der Rostuhl? Was hätte der Hubert wollen? Oh. Wenn du zuerst gehört, die schlechte oder nur die schlechte Nachricht? Dann sag uns mal die schlechte. Die schlechte Nachricht ist, die Mann hat einen Privatdetektiv engagiert, der die bis dahin verfolgt hat. Nein! Doch! Und ich glaube, es kann ich noch eine schlechtere Nachricht geben. Absolut! Der Privatdetektiv ist als die Leiche im Schrank. Hätte ich nie gedacht, dass mit der Hubert so hintergehen kann. Wirklich, wie kann man auch? Ich komme immer noch nicht ganz draus, für was, dass wir einen Rollstuhl brauchen. Nein, das ist ein Privatdetektiv, der darf weder in deiner noch in meiner Suite gefunden werden. Also wickeln wir ihn in eine Wolldecke und setzen ihn in einen Rollstuhl. Und dann? Und dann? Gehst du ein bisschen spazieren? Auf den Gurten. Oder ans Ahrenauer. Der Mann ist tot, der ist gar nicht gefunden wird. Gibt Schnäppchen ins Gebüsch. Ich bin Kipper. Ja, und was ist mit dem Hubert? Noch ein Grund mehr für die Willi, sich aus dem Staub zu machen. Ich bin übrigens gegenüber deinem Mann zu einer kleinen Notlüge gezwungen gewesen. Wie bitte? Es tut mir wahnsinnig leid, Willi, aber ich kann mir auch fröhlich müssen sagen, was du vorhast. Seine Frau zu verfeiern. Was? Ja, es tut mir wahnsinnig leid, aber er hat mir nicht geglaubt und jetzt ist er aber an die Rezeption gefragt, ob sich Herr Wasser und Frau angemeldet haben. Hey jo, wir haben uns angemeldet. Hey jo, Suite 450. Stimmt. Herr Abby, wissen Sie, was Sie sind? Aber wenn ich so weitermache, bald Parteipräsident. Ja, bitte? Hubert Fröhlich. Hey, versteckt euch, Kosten. Muss das? Los. Decken Sie das Zeug ab, man kann den ein wenig gut identifizieren. Herr Fröhlich, es gibt keinen Grund, zum ungeduldig zu sein. Sie haben recht gehabt. Herr und Frau Wasser, Suite 450, gerade auf der anderen Seite. Nein. Och, ich habe die Zimmer durchgehämmert, aber sie hat niemand aufgemacht. Ich bin rein. Es war aber kein Mensch rum. Pech, hä? Ich halte das einfach nicht mehr aus. Was soll das? Reissen Sie sich zusammen! Das ist meine Schuld! Nein, sicher nicht! Doch, ich bin schuld! Ich bin mir sicher, Sie sind ein guter Mann! Eben nicht! Darum ist sie ja dem Wasser nachgelaufen. Der ist sicher besser im Bett als ich. Ich bin mir sicher, Sie bringen es ganz anständig. Bitte sehr! Katie, was machen Sie da? Das, was man mir befohlen hat? Für wen ist der Rollstuhl? Für wer ist der Rollstuhl, Herr Abi? Für unsere jungen Künder. Sie sind neu hier, oder? Hey, Sie können gehen. Herr... Fröhlich. Herr Fröhlich, ich kenne Sie leider nicht und ich weiß auch nicht, was Sie zu dieser Zeit im Zimmer von Herrn Abi zu suchen haben. Aber ich möchte Sie bitten, das Hotel umgehend zu verlassen. Haben Sie gehört? Ist mein Hubert nicht zauberhaft gesehen, wenn er seine Liebe zu mir ausgedrückt hat? So habe ich noch nie gehört reden. Und wenn er den Mut aufgebracht hat, von seinem kleinen Problem zu erzählen, in aller Öffentlichkeit dazu zu stehen. Ich schon vor dem Besprechen das kleine Problem nächste Woche noch mal beim Hausarzt. Wir haben jetzt so ganz andere. Haben wir einander stark gelegt? Es war nicht ganz einfach. Es war unverzichtbar. Los, pflanzen wir ihn in den Rollstuhl. Anita, bring den Rollstuhl. Gut. Anita, du gehst jetzt durchs Fenster und über die Hinterstrecke ab und rein. Ja, und was sag ich meiner Mama, wenn ich in den Darm laufe? Sagst du ihm, der Willi hat dich verschleppt, du seist Opfer von einem Unhold geworden.
Problemlos. Verschrecken Sie ihn doch nicht so. Was machst denn du? Ich warte eine Ewigkeit vorne am Lift. Er ist fort. Wer ist fort? Der Tote. Wo ist er? Weiß ich doch nicht. Hast du ihn versteckt? Nein. Wo ist er denn angekommen? Keine Ahnung. Hey, Matland, du kannst doch hier nicht einfach ein Leichen verlieren. Ich habe ihn nicht verloren, er ist verschwunden. Herr Abby. Willi, was machst du Krebs noch hier? Wieso bist du nicht weg? Er ist schon verstanden. Wer ist aufgestanden? Von was redest du eigentlich? Von meinem Rollstuhl. Was ist denn jetzt wieder los? Ich bin selber. Oh, Willi! Frau Abby! Was für eine angenehme Überraschung! Frau Abby! Das freut mich jetzt. Haben Sie einen Unfall gehabt, Herr Baser? Ja, ein kleiner. Ich bin im Nationalrat an einem Hinterbänkchen oben runtergeflogen. Ich habe gemeint, Sie sind ums Land gefahren. Ja, das bin ich auch. Aber dann habe ich plötzlich gedacht, ich könnte mich traurig überraschen. Ja, die Überraschung würde sicher klingen. Wunderbar. Ich finde das wirklich ganz toll von Ihnen, dass Sie extra hierher gekommen sind. Zu mir mal Grüße zeigen und gerade wieder zurück aufs Land fahren. Sie sind mir hier spassvoll. Ich bleibe dann über Nacht. Was, über Nacht? Ja, sicher. Ich meine, Ihre Mann, ich meine, die Sitzung kann die halbe Nacht gehen und er kann unmöglich weg. Sie können sich ja vielleicht einmal gut erkundigen, wie lange das noch geht. Dann kann ich den Deko abholen. Das geht noch lang. Sie glauben gar nicht, wie lange das noch geht. Dann warte ich eben hier und schaue ich die Fernsehen. Nein, das können Sie auch nicht. Warum nicht? Es läuft nicht gut heute Abend. Was soll das heissen? Kommen Sie? Zu mir in die andere Suite rüber, kommen Sie. Ja, logieren Sie auch hier? Ja, Suite 450. Der Herr hat bezahlt. Kommen Sie. Moment mal, Herr Waser. Von was reden wir jetzt eigentlich? Von uns beiden. Wir haben nie mehr so eine Gelegenheit. Gelegenheit für was, um Himmels Willen? Für eine wilde, leidenschaftliche Affäre. Eine wilde und leidenschaftliche Affäre? Mit Ihnen? Frau Abby. Was? Sie machen mich wahnsinnig. Ich bin absurd. Ich verstehe hundertprozentig, wie Sie sich fühlen. Kämpfen Sie nicht dagegen an. Kämpfen Sie dagegen an, Willi, komm! Wir gehen geschieden zum Fenster raus. Wieso zum Fenster raus? Auf dem Gang kommt doch immer irgendjemand und wir wollen ja nicht, dass uns jemand begegnet. Willi, eine gute Idee. Willi, mein Zeugs! Bei mir brauchen Sie kein Zeugs. Ach du, der Brunner, Tom! Der Brunner? Bleiben Sie da! Oh, jetzt Überstunden! Ja, Fraktionssitzung. Was hast denn du an einer SVP-Fraktionssitzung zu suchen? Ich habe gedacht, ich könnte melden, dass du ein bisschen später kommst. Ah, das ist nett, wirklich. Ja. Los, du musst nicht hingehen. Die Herren haben davon rotieren, was ich gemerkt habe, du bist nicht dort. Deine Karriere steht auf dem Spiel. Ach, du bist ein Engel, gehen wir mal. Nein, sonst sollten wir da noch etwas erledigen. Jetzt weiss ich nicht, wieso ich ins Hotel Federal gekommen bin. Jetzt habe ich es schon wieder vergessen. Was macht denn der Privatdetektiv bei dir im Schlafzimmer? Ist euer Bruder Privatdetektiv? Bitte gehen Sie jetzt! Sind Sie der Willi Waser? Sind Sie der verdammt Willi Waser? Aha, der verdammt Willi Waser! Ja. Der meine Frau, der meine Frau ist weg!
Wenn das Zimmer nicht augenblicklich geräumt ist, ist die Polizei da und verhaftet die ganze Gesellschaft. Arthur, der Bruder! Oh. Was sind denn Sie? Jetzt weiß ich's. Sie sind der Klärte vom Nationalrat Abi. Sie sind? Wen sind Sie? Ich bin die Gattin vom Nationalrat Abi. Sind wir uns heute nicht schon mal im Kasten begegnet? Wo ist denn auch der Arthur? Der Duri. Mein Duri. Mein Duri. Oh, Frau Abi. Frau Abi, hören Sie. Kommen Sie, Frau Abi, wir gehen zum Tante Rösli auf Niederbipp.